Everybody loves an underdog. Who needs to be liked? Mountain Dew Amp Game Fuel. Victory in a can. So, dann sind wir wieder zurück und auch direkt in-game. Problematik über Serverwechsel, dann gibt es eine IP-Change und sowas alles und dann ist man nicht da. Ich war auch gerade noch mal kurz pipi. Vielleicht habe ich auch deswegen verpasst. Es steht schon 2:0 für Norderwind hier in dieser Partie auf Mirage. Team Singularity muss den kürzeren gerade bis jetzt ziehen. Haben jetzt ja auch ein 5x6, wie man sehen kann, in der Mitte. Und meine Frage jetzt gerade, weil wir hatten ja im Endeffekt Team Singularity gegen Sprout davor. Wer meinst du stärker, Norderwind oder Sprout? Boah, schwer zu sagen. Ich glaube aber Sprout. Ja, also ich auf jeden Fall, ich würde gerne Norderwind gegen Sprout. Ich weiß nicht, ob die schon gespielt haben. Ich glaube ja, wie es da ausgeht. Ich glaube, beide im Best of Three wird hart. Norderwind ein ganz starker Gegner. Aber hat man schon mal, hat Sprout gewonnen 2-1. Trotzdem könnte es auch jeden Tag ein anderer sein. Denn ich finde Norderwind auch ein super starkes Team. Tansky, Chroman, Harre, Natto, Suffix und HS hier als Terror unterwegs. Team Singularity mit Romy, Merz, Cellrate, Tobitz und Jubby. Als CT haben wahrscheinlich auch die Messerrunde gewonnen, würde ich sagen. Jetzt aber in ihrer Pistol Round haben die jetzt nichts viel zu sagen, nichts viel zu melden in dieser Force 2. Und ab jetzt zum Start der vierten Runde hat man auch das Geld, um reinzukaufen. Und somit passt eigentlich auch für uns. Haben wir eine richtig spannende Runde jetzt vor uns. Waffen gegen Waffen. Full Line-Up gegen Full Line-Up. Fast, ne? Doch, passt eigentlich. Ja, selbst Utility ist fast gleich. Also das passt auf jeden Fall. Und schnell nachgeguckt, Norderwind hat 16:9 verloren gegen Sprout. Auf das 2 irgendwie Mitte Mai, also auch noch nicht so lange her. Ja, ja klar, aber es hat ein besser geworden. Deswegen meine ich ja, ein besseres Spiel ist eigentlich genau das Beste, wo jeder seine Map spielen darf, kann, wo er gut ist halt, ne? Und performen kann. Ne? Also Sprout ist da schon klar weiter. Aber mal schauen, wo es noch hingeht. Natürlich ein ganz, ganz starkes Team auch, also. Die sind ja auch schon in den Playoffs. Es wird hochgeboostet ins Window rein. Ein bisschen Schaden gegen Jabi ist schon gefallen. Und man baut sich auf über den Connector Richtung A-Explosion und dem Window. Und da muss Romay das auf dem Schirm haben, wenn er HS hier findet. Genauso wie die AWP. Merz verschießt hier ganz bitter parallel. Fällt auch noch Romay oder Remoy. Remoy heißt er, ne? Und damit hat man das 4 gegen 3, eigentlich 5 gegen 3, aber Celebrate aus Ninja holt nochmal ein. Kriegt er auch noch Tansky, der die Molle wirft, den macht aber so, ich denke, Celebrate wird jetzt auch noch verbrennen. 1 gegen 2, ne 2 gegen 2, weil ich dachte gerade, es wäre ein Boost. Und ja, es ist das 1 gegen 2 für Jabi, der hat nochmal im Gesicht. Somit hat man die Bombe, man hat es 1 gegen 1. Was für eine close Runde auf jeden Fall für Team Singularity und für Norderwind. Aber ich würde trotzdem hier Norderwind im Vorteil sehen. Ja, Jabi, könnte man da gut vermuten im CT, zieht sich jetzt nochmal zurück und guckt nach hinten. Guckt aber dann nach vorne und dann hat er da doch das bessere Timing. Ich muss dich leider aber nochmal korrigieren, weil Norderwind ist ganz definitiv noch nicht in den Playoffs. Nein, warum? Sie sind gerade auf Platz 12 in der Tabelle. Oha. Mit 7 Siegen nur. Oha. In dieser Season und sie werden es auch wahrscheinlich nicht schaffen in die Playoffs. Was? Okay, bei mir steht es aber, okay, ich sehe 8 Siege, 8:7, 15. Ja, das heißt ich habe die Tabelle ja. Ohne ja, okay. Spirit. Werden sie, ja, sie brauchen halt, ja, sie könnten 10 Siege schaffen. Ja, 10 Siege könnten sie machen noch mit dem jetzigen Spiel und dem noch eins, was noch kommt. Ja, wir haben auch noch zum Beispiel einen Fate, was erst 12 Spiele hat. Ja, ja, ja. Oder 13 bei dir, Singularity als direkter Konkurrent quasi jetzt. Ja, aber Skate ist durch, Whistler ist noch nicht durch. Also wenn Whistler gewinnt, wird es sehr, sehr schwer für die Jungs von Norden. Ja, also erstmal müssen sie jetzt gegen Singularity gewinnen, das ist schon mal das Wichtigste. Weil das Spiel ist sehr wichtig gerade, weil sonst zieht halt einer, der mit ihm gleich steht gerade, weiter weg. Ja, man könnte aber Skate noch rausschmeißen. Also 10 Siege, glaube ich, noch. Wenn jetzt noch zwei Teams 10 Siege bekommen, dann ist es dabei. Und Norderwind jetzt hier als Terror macht den Double bei Tansky auf dem B-Sport. Somit kann der vielleicht durch der Triple für Tansky. Und nur noch Serret mit der MP9, der von hinten jetzt angelaufen kommen muss. Der macht erstmal jetzt hier wirklich den Forest Gump. Und somit könnte es gleich das 4:1 sein. Nicht so gut hier für die Jungs von Singularity. Und wenn wir aufs Scoreboard gehen, wirklich jetzt mal, also auf die Tabelle. Whistler, Clarko 9:6. Die haben noch zwei Spiele vor sich. Ne? Das, um auf 17 zu kommen. Ne? Skate ist durch. Die können nur noch bangen, um die Playoffs zu kommen. Klassenhalt haben sie safe. Oh, Celebrate mit der fetten Schelle. Hier die Smoken, AK und der Alarm abhauen. Was keine Diffuse geht, das war's. Sehr gute Entscheidung von hier von Celebrate. Nochmal eine AK zu nutzen, um dann vielleicht die Zone damit zu performen und auszurasten.
So, Skate ist durch. Fade Esports hat noch 4 Runden vor sich. Also Fade, wenn sie gut spielen, so wie auch gerade die Vitality und so, können wir vorstellen, dass sie sogar safe reinrutschen. Das heißt, es ist nur noch ein Platz offen. Und der wird, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, ausgespielt zwischen... Wo, man muss es auch mit Singularity noch aufnehmen. Zwischen Singularity, Nordavind... Ja, du hast auch noch ein Hellraiser, ja, was stimmt. 7 Punkte hat. Ja. Also, die kommen auch noch ins Spiel irgendwann. Rechne mal überall einen Punkt drauf. Ich gehe auf die Regionalliste hier von Isia. Da hat man halt immer einen Sieg mehr wie ja. Ja, okay, dann hast du halt 8 bei Hellraisers gerade auch und die müssen auch noch 3 Spiele machen. Ja, ja, also ist doch. Also eigentlich muss man damit ganz ein dick bangen, um die Playoffs noch zu erreichen. Aber der Klassenerhalt ist safe drin. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Lol, Merz, was macht er denn jetzt hier? Durch die Smoke gönnt er sich Haare, der einfach nur stehen wird gefühlt. Schießt hier ins Gesicht ein paar Mal rein. Trotzdem ist 4 gegen 3. Die AK von Celebrate ist jetzt schon gefallen. Ich weiß gar nicht, wo die gefallen ist. Wahrscheinlich auch in der Mitte irgendwo. Gucken wir mal, ob wir noch da rankommen mit der AK. Oh, Merz mit dem zweiten mit der USP gegen HS diesmal. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Wenn jetzt noch eine AK kommt, irgendwo muss man nochmal die Bombe legen. Und da rotiert man auch schnell auf den B-Spot, um zu blenden. Aber die AK sind da. Double AK bei Remoy und Merz. Ja, Nato Sefix hat gerade natürlich viele Informationen gesammelt, dass der B-Spot frei ist. Der hat, glaube ich, alle 3 Spieler da in der Mitte gesehen. Ja, guck mal, Tobias hat auch noch die AK. Das heißt, 3 gegen 3 mit AKs gegen AKs. Leider keine Weste. Das ist somit trotzdem ein Nachteil bei Team Singularity. Aber du hast Scouts und die greifen gar nicht erst an. Die nehmen die Waffen mit in die nächste Runde. Scheißegal. Die AKs sind viel mehr wert, anstatt erst noch drauf zu gehen. Alter, ja, das ist mega gut. Auf jeden Fall. Das, eigentlich muss ich sagen, mit so einer Aktion, mit so einem Safe, nächste Runde einen direkten 5 zu 2 zu machen, hätten sie sich verdient. Ich mag sowas. Solches ja, Saves. Ist auf jeden Fall ja, ein guter Save. Man war halt schon in der Bombenplant-Phase drin, als die letzte AK erst kam. Und dementsprechend, man nimmt jetzt richtig gut Geld hier aus dieser Eco mit. Oder aus der Force Buy, aus der Pistol Force. Hast 3 AKs auf dem Konto. Und was willst du mehr? Damit hast du schöne Waffen für die nächste Runde. Kannst dir alles reinkaufen, was du noch brauchst. Und jetzt die Runde ist eigentlich eine, die musst du jetzt holen, nachdem du jetzt so ein Play gemacht hast. Ja, das wär nochmal so eine Belohnung dafür, dass du so ein Play gemacht hast, weil du hast einen guten Play gespielt, nicht raufgehen, die AKs sind so viel mehr wert, sie machen so viel mehr Schaden zu noch als CT, perfekt. Nur noch eine Aug dazu bei Celerate, optimal und somit jetzt nicht einfach ein 5 zu 2 rausspielen. Das wäre für Team Singularity einfach nur nochmal schön sich anzufühlen, damit man sich bestätigt fühlt, ne? Aber der Spray von Tensky am Ende mit einem Lucky Punch gegen Celerate, damit ist die Aug weg. Refrag aber von Merz, von der AWP, man pusht oben durch, Merz kann keinen mehr ziehen. Double Frag von Harre, der rastet aus und somit sind es wieder nur 2 AKs und die AWP von Nato Suffix jetzt vorne einfach aufgehoben, glaube ich sogar, oder hat er die gehabt die ganze Zeit, hat er glaube ich gehabt, gönnt sich einfach mal schnell Remoy und plötzlich sind die 3 AKs fast weg, noch Torpitz, der safen wird, also Nordavind präsentiert sich gerade mit dieser Runde direkt schon wieder sehr, sehr dominant, obwohl man gerade das noch kurzzeitig so aussah gegen die USPs hier, weißt du, viele Probleme gehabt zu haben, aber wenn es um Waffen geht, da konnte man ihnen gerade gar kein reiches Wasser reichen. Und hat sich hier auch wieder verdient nach vorne gesetzt. Mit 4 gegen 1, 6 zu 1. Jetzt am Ende auf dem Scoreboard. Ja, und Remoy. Und so, ja, wir haben noch nicht wirklich viele. Jetzt sind wir jetzt hier weiter. Hier. Ja, gib mir meine Waffe. Die haben noch ein bisschen Spaß hier nebenbei. Ich bin noch wegmessern, Alter. Oh, er kriegt sogar nochmal Schaden durch die Bombe. Boah, ein bisschen. Deswegen hat er sich vorhin gestellt, damit der Bombenschaden genervt wird anscheinend. Anscheinend kannst du ein Schild sein für den Gegner, für den Mate. Das ist wie eine große Granate, die hochgeht oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das verhält. Müssen wir wirklich mal herausfinden, ob das wirklich so ist. Okay, eine Wand schwächt sie auch ab. Weiß ich nicht. Müsste man echt mal wissen, ob das was bringt oder ob es einfach nur so war, weil er hat jetzt einen Schaden gekriegt und die Ecke ist eigentlich eine ziemlich safe Ecke auch schon für die Bombe. Ja. Boah, die Granate, da hat Chrome aber gerade genau gesehen, was ihn erwartet. Die ist ja wunderschön auf ihn zugeflogen. Böse Schaden gemacht. Und wichtig hier für Singularity. Aber da hätte man schon fast hier wieder Tobias verlieren können. Der hat sich aber nochmal retten können. Smoked up und sucht sich eine neue Position. Also gerade auf jeder Front hier
ein schöner Fight gewesen, beziehungsweise gut Damage schon mal ausgeteilt. Ja, aber der Fight jetzt hier oben aus dem Window sozusagen oder aus den Apps von Chromen in dem Fall, oder die Haare, war perfekt. Du hast direkt gesehen, wie Merz schon rotiert hat und dadurch hat man nur noch zwei Spieler auf dem Asphalt gehabt. Die müssen zurückrotieren und das hat man komplett ausgenutzt von Nordavind. Man ist auf dem Asphalt drauf, also man muss mit Merz jetzt ausreißen. Und was für ein Flick von ihm! Jabi, Merz mit dem Double, ganz stark, drei Kabinen! Merz rettet hier nochmal die Runde, was für eine Aktion! 4K von Merz! Der rastet hier einmal aus auf dem A-Spot. Also ich wollte es dir gerade sagen, ich habe es ja gerade gesagt, man wird erst gut outplayed, Merz aber gerade noch mit den letzten Sekunde geht der rüber. Und was hat der jetzt gerade für ein Fest, ja, gezeigt mit der AWP auf dem Spot? Ja, der hatte gerade richtig Spaß auf jeden Fall mit seiner AWP da im CT und holt sich vier Leute. Und mit was für Schüssen vor allen Dingen auch. Also es war ja nicht irgendwie, dass man mal eben kurz da ein paar Leute holt. Das war schon richtig schön geflickt zum Teil. Und ja, wichtige Runde für Singularity. Ganz wichtig, ganz stark gemacht einfach, muss man so sagen. Super gut gespielt einfach, ja. Und jetzt die nächste Waffenrunde natürlich von Nordavind gegen die von Team Singularity. Da fällt man, 1-1 Trade, Schaden geht gut rein gegen Nordavind, auch auf jeden Fall. Du hast die AK, du hast die M4, du hast die AWP und eine Farmers. Auf der anderen Seite 5x4 AKs. Die Smokes liegen schon. Jetzt muss man irgendwie den Raum einnehmen und dann geht Richtung Jungle und Connector. Aber die Bombe hier, Harre, geht so weit offensiv und statt zu legen, erstmal will er erstmal den Raum einnehmen, wie es aussieht. Jetzt muss man irgendwie CT absmoken, aber da liegt doch keine, oder? Liegt da eine? Da liegt keine. Ja, du hast halt keine mehr. Ja, ist natürlich bitter. Du hast nichts mehr, du hast einen Molo. Ja, der geht jetzt für den Dschungel drauf. Für den Dschungel. Der fackelt dann. Und der Retake aus dem CT in Kombination mit Remoy. Bin gespannt, ob das Nordavind aufhalten kann. Am Erz wieder hier einen schönen Shot. Und dann ist es Remoy, der sich auch noch den CT-Spieler, den Connector-Spieler holt. Aber Tensky ist noch da. Wird aber auch gerefragt, nachdem er hier nur noch Merz holen kann. Und das ist die dritte Runde für Singularity. Ja, das ist die dritte Runde. Und gut, auch ein guter Retake gespielt. Die drei ersten Frags gehen richtig clean rein. Keine Chance für Nordavind. Und mit solchen Runden zeigt man auf jeden Fall auch, ey, wir können das Spiel auch, wir spielen gegen euch. Auf Augenhöhe. Ihr habt zwar krasse Runden gezeigt und auch gut uns gegeben, aber wir können es genauso. Wenn wir einfach Ruhe bewahren, einen clean 4-Mann-Retake spielen, dann habt ihr keine Chance. Wir wissen, wie wir die Flashes werfen und dann systematisch nehmen wir alles ein. Gar kein Problem für uns. Nordavind jetzt schnell am Weinkeller reinpushen. Zu zweit machen viele Steps. Man ist zu dritt wieder am B-Spot so und das ist ganz schön gefährlich. Wenn jetzt der Klatsch passiert und da hat man echt ein gutes Timing. Mal wieder ein Spieler abgestellt ins Window. Übel, ja. Und das, wenn Remoy das jetzt Underwood jetzt, Underwood auf dem Schirm hat, hat man Probleme. Hat es auf dem Schirm gehabt, aber das Duell hat man verloren. Somit ist der A-Spot so gut wie frei. Mal gucken, ob das Nordavind schnell herausfindet, dass hier wieder nur die Spieler im CT stehen. Akrom kann auf jeden Fall gerade die Information geben, dass da einer über CD, also über einen CT-Spot Richtung CT gesteppt ist. Den dritten hat man wahrscheinlich da noch nicht auf dem Schirm, aber man hat auf jeden Fall die Bekanntheit, dass einer da ist und dementsprechend wird dann natürlich auch abgezielt. Vor allen Dingen spätestens nachdem da die Support-Flash rauskam, hat man da wirklich gut hingezielt. Ich glaube sogar mit drei Leuten hat man gerade hier abgezielt bei Nordavind Richtung CT und das sollte ihre Runde werden. Merz, der letzte Lebende, und der möchte hier gerne die AWP durchbringen, um hier in der nächsten Runde noch ein bisschen Waffenunterstützung zu haben. Aber viel mehr wird es wahrscheinlich nicht werden nächste Runde. Oder man forst sogar rein zu der AWP. Kann natürlich auch passieren. Ganz ehrlich, bisschen bitter. Kaum ist Merz sich auf dem A-Spot, kann man sich nicht halten. So gefühlt sieht es fast so aus. Und den B-Spot hat man einfach gedodged. Auch ein Merz automatisch gedodged. Und da muss man keine Angst haben, dass der eskaliert. Aber da ist er schon direkt. Ne? Merz hat richtig Bock heute. Gute Sprays. Haare war auch noch hinter ihm. Natürlich keine Chance in dem Fall für Merz. Aber trotzdem starke Performance, die der junge Mann zeigt hier noch. Hat zwar nur einen Frag mitnehmen lassen, aber der war auch wieder schnell und fast. Und Nordavind aber direkt wieder mit der Konterrunde zum 7-3. Es ist zwar jetzt ein Schlagabtausch, aber da würde immer die CT-Seite einen kürzeren ziehen. Wissen wir ja, weil man einfach die Seite hat, die so schweineteuer ist. Deswegen sollte eigentlich jetzt den Nordavind jetzt 8-3 auch machen und somit die Halbzeit erstmal für sich entscheiden. Aber die haben drei Deagles, das ist B52. Damit ist alles möglich. Ein paar Klicks verwandeln und plötzlich sieht es ganz anders aus. Hatten wir schon einmal ja gesehen gegen Nordavind. Und mal gucken, ob Celebrate gleich die erste Performance macht. Der Reback ist da. Man rächt hier Remoy. Aber auf dem B-Spot Harre mit einem
mit dem Anschuss gegen Jabi. Mtensky macht es hier und Merz jetzt wieder da. Der auch die AWP kann. Die Yield-Schelle verteilt er auch schon wieder. 2 gegen 3. Also hier könnte es nochmal gefährlich werden für Neunerwind, wenn jetzt Celerate dazukommt mit seiner AK. Ja, jetzt gleich könnte es aber dann auch AS erledigen. Der ist jetzt gerade schon hier auf dem A-Spot. Ah, und der geht nicht in Jungle rein. Dementsprechend wird er dann nicht mehr pünktlich kommen, aber Haare ist zur Stelle, holt sich beide Spieler. Und da ist die 8. Runde, so wie du es vorher schon gesagt hast, dass Neuerwind sich die wahrscheinlich holen wird. Das tun sie. Und somit haben sie hier die Halbzeitführung. Team Singularity jetzt natürlich wieder mit Waffen. Man hat alles zur Verfügung, außer, ja, man hat nur ein Diffuse-Kit. Das ist natürlich nicht wirklich viel, aber besser als keins. Das sieht man ja auch leider immer öfter, dass mal gar kein Diffuse-Kit gekauft wird. Da achtet wenigstens einer drauf. Tobis hatte genug. Verzichtet dafür auf einen Helm, aber gegen AK ist ja eh nicht ganz so tragisch. Und jetzt schöner Spray hier von Nato Savix oder ein schöner Bang durch die Smoke. Macht gut Schaden gegen Merz. Boah, die Granate kommt auch wieder gut. Jetzt hier gegen Nato. Somit hat man da so einen halbwegs Ausgleich geschaffen. Man geht hier ein bisschen offensiver. Tensky wartet auf Celerate, der hier wirklich dreist sein will, aber hat ein bisschen Pech. Ja, der hat zwar den Right Eye Peak, aber trotzdem hat er hier in dem Moment einfach keine Sonne gesehen, weil man zielt hier ab. Man ist der Aggressor, aber da hat Tensky das so ein bisschen im 7. Sinn. Und somit die 4 gegen 5 Situation. Norderwind auf dem Weg zum 9. Punkt. Man hat noch die AWP 3M4 auf Seiten von Team Singularity. Die Utility ist auch noch gut da. Und die Mitte ist eingenommen. Man will über kurz angreifen. Man hat ja auch noch seinen Spieler hier oben. Und das ist Haare gegen Tobis. Und Tobis ist jetzt vielleicht noch einfach mal am Gesicht. Nein, einfach am Körper. Aber ich krieg da noch ein paar mehr. Sofort Flash hat er schon gemacht. Im Endeffekt, Merz wurde geholfen. Von hinten hat Xabi auch gut reagiert. Und das ist es fast schon gewesen. Ganz, ganz schnell. Aber man hat immer noch einen Tensky. Der lebt auch noch. 1 gegen 2 Situation. Jetzt wurde hier krass gejumpt. Ich glaube, er wollte gerade wirklich an die Leiter jumpen. Aber vielleicht war es so eine Fake. Die Bombe natürlich gedroppt. Ist natürlich ein bisschen bitter. Merz zielt auch in die Richtung ab. Und die Zeit nutzt Tensky, um nochmal von hinten zu agieren. Aber jetzt hat Merz reagiert. Das dauerte zu lange. Und dementsprechend hat er sich umpositioniert. Aber Timing. Aber Tensky halt könnte noch das Timing haben, wenn er Glück hat. Merz geht sogar in eine ganz neue Position. Ja, macht er gut, weil er hat zum irgendwie ein Gefühl, der kann nur von hinten jetzt kommen. Und deswegen will ich nochmal rotieren. Und das macht er vollkommen richtig, was er hier spielt. Da ist er durchs Fenster raus, die Information hat er nicht bekommen. Den Frag kriegt er jetzt doch nicht, Alter, was? Was? Alter, Merz ist eine Maschine, Alter. Der macht, guck mal aufs Scoreboard. Merz einfach wirklich gerade, auch wenn es 4 Runden nur sind, der Carrier, Alter. Krass. Starker Performance. Ja, auf jeden Fall. Der holt hier auf jeden Fall Frags und Frags. Man sieht es ja auch, der ist weit abgeschlagen von seinen Mitspielern, was die Frags angeht mittlerweile. Das stimmt wohl. Übel, übel, übel. Nächste Runde. Und insgesamt sind es noch 3 in der ersten Halbzeit hier auf dem Mirage. Team Singularity gegen Norderwind. Man hatte ja den Bombenplant nicht gehabt, fällt mir gerade ein. Und Norderwind, aber trotzdem noch mit genug Geld. Man pusht wieder auf dem A-Spot. Celerate ist da, genauso wie der Mate Remoy. Remoy ist raus. Celerate macht aber den Konter gegen Haare. Macht noch einen zweiten. Das war nicht schlecht. Jetzt sich hier die noch zu ziehen, somit ist noch ein 3 gegen 3 da. Die AWP im CT kann hier durchbangen, hatte glaube ich auch eine Gap. Die Molle kommt gut, aber etwas zu spät. Aber der Bombenplant war da, der mit Nato schnell reagiert und wir haben es 2 gegen 2. Nato kriegt nochmal einen Anhieb, jetzt hier wieder einen Refrag von Jabi und damit ist das 1 gegen 1. Für Tensky wurde jetzt nicht optimal gelegt, der kann einfach warten, bis defused wird. Der sollte das auch machen, jetzt nicht den Fight suchen. Okay, sehr viel Glück gehabt, dass er jetzt hier gerade nicht abzieht, der gute Jabi. Und somit kann Tensky die Runde holen. Führt Norderwind 9 zu 4. Bisschen schade für Jabi, dass er hier nicht gerade oben abgezielt hatte in dem Moment. Aber das war einfach auch fast ein Ding der Möglichkeit. Es gab so viele Optionen, wo der Terrorspieler sein kann einfach. Ja, einfach überall, ne? Ja. Also es war, glaube ich, null bekannt, wo der letzte Spieler ist. Und dementsprechend hast du halt so viele Ecken und Winkel, die du checken musst. Und dann genau zu dem Zeitpunkt, wo er da raussteppt, die richtige zu haben, war halt unmöglich. Und Haare zusammen mit Chrome hier die ersten beiden Fracks geholt. Da wollte man mal aggressiv gehen Richtung Palace und holt keine, aber da kommen super schnelle Refracks. Merz ist schon wieder on fire. Der holt schon wieder 3 diese Runde und sichert hier zusammen mit Celerate die Runde. Ja, man ist super schnelle Runde schon wieder. Du hast erst einen Spieler reinrennen sehen, der erstmal drauf geht, war im Palace und dann plötzlich rennen da 3-4 Leute hinterher, so gefühlt so. Ja, und die AWP ist auch noch da. Und da kommst du nicht durch. Und Merz einfach mal insane, was der hier gerade zeigt mit der AWP. Ist der neu im Team oder was? Übertrieben krasse AWP.
übertrieben krass, finde ich, wie der spielt. Ganz, 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 ganz stark. Letzte Runde der ersten Halbzeit. Merz an AWP in der Mitte. Merz den ersten. Merz den zweiten mit der Granate. Kriegt Merz noch eine? Nein, diesmal kriegt er den Shell. Ja, aber trotzdem mit dem Pilz, jetzt machst du halt nichts. Somit kann man hier sogar nochmal die Kurve kriegen auf Sicht von Team Singularity mit 6 Runden. Lässt sich leben, wenn du die Pistole gewinnst, jetzt hier auf Seiten der Terrors. Und da geht's rein in die zweite Halbzeit gleich. Norderwind gegen Team Singularity. Also es wird, glaube ich, nochmal sehr knapp. Je nachdem, natürlich, wie Norderwind jetzt als CT performt. Und genau umgekehrt wie Team Singularity. Vorteil ist natürlich für Norderwind, die AWP NATO, hat natürlich jetzt einen Vorteil gegen Merz. Ne? Merz kann jetzt nicht so gut abziehen. Ne? Der muss jetzt agieren. Dadurch könnte natürlich AWP etwas schwächer werden, wenn er sie spielt. Ja, ja, müssen wir mal gucken. Man hat schon oft gesehen, dass auch die AWPs auf der anderen Seite dann im Agieren sehr stark sein können. Und das ist halt immer dieser Punkt. Ne? Ein guter AWP-Spieler kann halt auf beiden Seiten mit der AWP aggressiv bzw. Ja, jetzt fehlt mir das Wort. Ja, ja. Spieleinfluss haben. Ja. Stimmt. Und parallel mal zur Info, ich glaube, man hat 16 zu 14 gewonnen gerade in Guns of Love, wie es richtig aussieht. Auf der ersten Map. Richtig close noch. Ja, so sind sie halt, unsere Unicorns. 9 zu 6, heute Halter hat begonnen. Pistol Round für Norderwind, Pistol Round für Team Singularity. Wir sehen die Glocks, wir sehen die Utility bei Singularity. Also somit könnte es gegebenenfalls ein Split auf dem A-Spot werden oder einfach auf dem B-Spot. Schöne Smokes Richtung Kitchen und Co. Und für kurz ist es auf jeden Fall auch machbar. Man ist Richtung B aufgestellt, aber es ist noch so viel Zeit auf der Uhr, dass da noch einiges geht. Und in HS, super frech, offensiv, kriegt eine kleine leichte Schelle ab. Ja, das war so eine Respektschelle. Stirbt nicht zum Glück für Norderwind, kann sich zurückziehen und die Information war da. Somit weiß man, einer, sogar zwei sind dort noch in der Mitte passiv aufgestellt. Aber das heißt ja nichts, weil es ist noch so viel Zeit. Man kann immer noch den A-Spot auf sich aufstellen. Wie auch immer, es ist super schwer. Man müsste jetzt nochmal in die Action reingehen, offensiv, um zu gucken, was jetzt mal passiert war. Ja, auf jeden Fall. Man lässt sich jetzt richtig viel Zeit auch, ne? Man muss jetzt gucken, 50 Sekunden und hat eigentlich gar keinen Raum. Ja, man ist bis in die Küche an Apartments und jetzt fängt man erst an, late die Mitte einzunehmen. Und du kannst jetzt nur noch den Basement spielen und das wird es auch werden. Jetzt drei Leute super schnell über Short unterwegs von Team Singularity, holen sich hier Haare, das ist schon mal ganz wichtig. Jetzt müssen sie halt Frags und Frags holen, um die Bombe legen zu können. Tenski unter S, aber mit dem Gegenfrags. Tenski noch ein, Tenski einen dritten. Und das sieht nicht gut aus. Nach Cephix noch mit dem letzten Frag und somit die Runde für Norderwind und die Pistol. Ja, gut gemacht von Norderwind. Man hat es anscheinend richtig gereadet, aber ich glaube, man schon von Anfang an in so einer Art 3-1-1-Position. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Hat mir so bekannt, bei Norderwind spielt, glaube ich, immer 3-1-1. B-Spot sehr verstärkt und dann lieber auf Retake auch für A zu spielen, weil es auch leichter ist, ihn einzunehmen wieder, glaube ich, wenn man von 3-4 Seiten angreifen kann im Vergleich zum B-Spot. Gut gemacht. Zu zweit noch gehalten. Der Verschieber aus der Mitte war auch dann da rechtzeitig. Team Singularity keine Chance. Hat sich gut gedacht mit der Smoke für das Window bei der Küche. Hat aber einfach nicht sollen sein, hat nicht gereicht und so. Mit Force war natürlich jetzt hier rein auf Seiten von Team Singularity in gar nichts eigentlich. Was erzähle ich? Man hat nämlich kein Plant gehabt. Somit geht man nochmal in die Full Echo, um nächste Runde für Bacast zu spielen. Ne? Norderwind, zwei M4s, eine Farmers, eine MP9, zwei MP9s. Die darf man eigentlich jetzt nicht draufgehen lassen. HS mit dem 4KHS, mit dem Ace. Gönnt er sich das ganze Team. Ein bisschen mit Support von seinem Mate. Und somit verliert man jetzt auch nie, nur eine MP9, glaube ich, auch von seinem Mate. Bei NATO, glaube ich, der hier die verloren hatte. Und 11 zu 6. Norderwind baut hier seine Führung aus. Aber jetzt kann Singularity zurückschlagen mit diesen 5 AKs voller Utility. Okay, lieber mehr Utility anstatt einer AK bei Tobis. Wobei er das, glaube ich, auch hätte kaufen können. Oder? Ja, und HS hat sich da schon Geld gefarmt, gerade die letzte Runde. Und wir sehen, Natus FX hat ein kleines Geschenk bekommen, dafür, dass er sich geopfert hat. Hat hier die AWP gedroppt gekriegt. Ja, auch vollkommen auch noch. Man will ja upgrade. Man weiß, es müssen AKs sein. Aber Cellrate jetzt hier schon close. Da wollte man 13 bei Chrome und super gefährlich. Remoy von oben. Jetzt schon auf dem Palace. Tatensky einfach nicht auf dem Schirm. Der A-Spot gehört erstmal Singularity. Man braucht jetzt noch einen krassen AWP-Schuss von Natto. Da kommt die Smoke Nummer 1. Man geht schnell rüber, auch vom Timing her. Da ist auch der richtige Call von Norderwind. Komm, wir safen die verdammten Waffen. Das sollte es gewesen sein. Schöne Runde, ja, von Singularity. Stark. Ja, auf jeden Fall. Starker Argo. Keine Chance hier für Norderwind, ja, und man, die richtige, ja, Konsequenz, ne? Ja, man, das safen. Man muss auch sagen, vielleicht hier ein Fehler von Chroman.
der mit seiner Farmer so offensiv geht. Der wollte natürlich dreist sein, wollte überraschen. Vielleicht, er wollte auch die Information fürs Team. Aber da wartet halt ein Cellrate, gönnt sich einfach mal easy den Frag und deswegen in dem Fall so eine Kettenreaktion. Dann ist er nur zu zweit auf dem Spot. Natto, der sonst im PC wahrscheinlich immer steht, war einfach zu passiv, weißt du? Konnte nicht schnell genug da sein. Hätte man vielleicht noch ein paar Sekunden länger den Spot halten können. Wäre Natto da gewesen, dann wäre es vielleicht was anderes, weißt du? Aber so ist es halt so, wie es passiert ist. Schöne Runde für Team Singularity. Und Norderwind muss jetzt hier die Runde abgeben. Aber man saved. Hier drei Waffen. Kann wahrscheinlich auch gleich nochmal irgendwas Schönes legen. Ich glaube, sonst muss Tensky oder Chrome selber sich eine Farmers gönnen. Und den P9 in dem Fall. Weil Natto und HS haben einfach zu wenig Geld, um was Gutes legen zu können. Da reicht's für nix. Und so wird's ein MP9. Trotzdem noch ein gutes Waffenline-Up, sogar richtig gute Utility auch am Start. Durch diesen Save natürlich bei den drei Spielern. Ja, das ist jetzt nochmal eine gute Runde. Und wenn man es so vergleicht zum Gegnerteam, die haben halt auch die MAC-10 dabei. Also eigentlich sogar ausgeglichen die Runde, was die Waffen angeht. Vollkommen ausgeglichen, so sieht's aus. Trotzdem sehe ich Singularity etwas weiter vorne wegen etwas mehr Utility. Aber Chromel mit dem ersten schon schönen Frag. Aber der Counter-Frag ist da. Natto ist im CC, wie ich vorher schon meinte. Und plötzlich ist es 3 gegen 4. Die AWP ist halt super hart. Die Molo kommt. Dann muss natürlich Natto weg. Hat sich schnell selber sozusagen da weggesmoked, damit er da wegkommt. Somit lieber noch den Retake dann spielen mit der Utility, die man noch hat. Hat man auch genug. Noch 3 Flashes, sogar 2 Smoke. 3 Smokes. Wunderbar gemacht, jetzt hier auch so die AWP nicht zu verlieren. Und man hat ja auch einen Rotierer. Ne, wenn man mal raufgeht, die MP9, Harre, ist hier mit vollem Speed-Tempo unterwegs über Palace. Es könnte übel werden. Aber wenn Team Singularity richtig dreist ist, jetzt über Jungle nochmal aus Window Richtung B-Spot zu gehen, das wäre insane. Das wäre richtig krank. Machen die das? Machen die das? Aber Tensky hat auf dem Schirm. Tensky, den ersten. Tensky kriegt auch noch den zweiten oder was? Nein, das ist nicht so. Und da kommt auch von Merz von hinten auf der Seite. Somit hat man nochmal einen Rückenspieler gehabt. Was ist das jetzt noch für eine Partie? Schöner Move von Singularity, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Und das macht das Ganze nochmal, naja, close. Also es ist eine One-on-One-Situation. Die Bombe kann jetzt geplantet werden. Und damit gehen wir jetzt in einen Retake von Haare in der 1v1. Man geht hier in die Apartments hoch für Jabi. Der sucht sich da die Position. Mal gucken, wo er sich genau hinstellt. Okay, stellt sich da hin, wartet ab natürlich, ja, dass keiner von hinten kommt. Und das könnte jetzt ein ganz böses Timing werden. Wenn Harre da was sieht, da sieht man aber nichts. Und geht jetzt einfach auf den Bomb-Diffuse. Und er hat dann eine richtig gute Position. Da kommt man nicht direkt dran. Das wird ganz knapp werden. Aber Jabi schafft es. Bei 1,4 oder so. Ja. Also ein bisschen Zeit war noch. Und damit die Runde für Singularity. 11-8. Und die Eco bei Norderwind. Stark gemacht von Jabi, stark gemacht von Team Singularity, hier einfach wirklich mit der Bombe frech über Dschungel Richtung Küche zu gehen auf den Baseball. Und man hat es einfach gewusst, man hat den Aspot eingenommen. Die CTs müssen sich eigentlich in der CT-Base aufhalten. Es könnte nur ein Verschieber sein, der von hinten kommt, von der Mitte oder über Jungle. Man ist Jungle reingegangen, da kam keiner, Mitte hat man auch nicht so wirklich mitbekommen, dass einer kam. Also ging davon aus, der eine wird von hinten kommen, hat man gut geredet. Einfach gut gespielt, das 1-on-1 auch noch abgeschlossen, gewonnen, das läuft. Aber Harry ist in der Mitte, gönnt sich einen, kriegt keinen zweiten. Was machen seine Mates? Nichts mehr so weit, der Tobis ist am Rasieren. Ja, Rasur total und somit nur noch Chroman unter S am Leben. Aber da wird nicht viel passieren. Ich denke, jetzt wird hier das gleich das 11-9. Ich glaube nicht, dass hier Norderwind mit den Pistols noch krass eskalieren kann, außer Chroman mit dieser Aktion jetzt nochmal eklig unterwegs, aber ich glaube, es hat Remo auf dem Schirm. Ja, jetzt spätestens und damit sollte es das gewesen sein. Jetzt muss ich Chrome zurückziehen und überhaupt noch wegzukommen, das schafft er aber. Boah, kann da fast sogar noch mal einen schönen Headshot landen gegen Tobis. Der holt sich aber seinen dritten diese Runde. Ja, jetzt noch mal krass sein, man hat ja in Richtung A gesehen. Hätte man jetzt den siebten Sinn und sagen, komm, ich weiß, dass die A sind, dann rennen wir schnell auf den B-Spot. Dann überrascht mit dem M9, das wäre natürlich auch nicht verkehrt, oder mit dem MAC-10 in dem Fall, aber der wird nicht mehr viel passieren. Ich glaube, er wird vielleicht noch versuchen, Exit wegzuziehen. Die Waffe brauchst du in der nächsten Runde nicht. Du wirst versuchen, bestimmt noch was zu machen, aber jeder Schaden ist ja auch nicht verkehrt, ne, wenn du den machen kannst. Wenn du Tobis noch rausschießen kannst, vielleicht auch ein Cellrate. Das ist alles Geld, was auch Team Singularity dann fehlt für die nächsten Runden. Aber was Singularity gerade hier zeigt, gefällt mir sehr gut und vielleicht hat man damit am Ende noch ein Problem. Sie brauchen jetzt auf jeden Fall wieder eine Stabilisierung in ihrem Money Management, in ihrer Economy, ne, wie man so schön sagt, mit der nächsten Runde. Dann haben sie wieder Waffen. Muss langsam mal was passieren. Also es muss so 2-3 Runden müssen jetzt noch drin sein erstmal für die Stabilisierung, weil Singularity fühlt sich gerade sehr stabiler.
Boah, kriegt noch einen, kriegt sogar einen zweiten, weil Jabi auch noch Tobis rausnimmt. Ja, läuft. Ach, was willst du mehr? Hast du gelohnt. Auf jeden Fall hat sich gelohnt. Das ist jetzt Geld, was jetzt in Singularity fehlt. Wenn sie jetzt natürlich die Runde jetzt verlieren, wird es auch für Singularity etwas schwieriger. Denn das war schon ein bisschen teurer jetzt, die Runde. AWP kommt rein, aber Utility ist komplett da. Jetzt auf der anderen Seite bei Norderwind hat man auch alles, was man braucht. Wieder die AUG bei HS. NATO mit der AWP, 3 M4s. Let's go, 11 zu 9. 21. Runde hat begonnen. Schafft Norderwind langsam so ein bisschen hier ihre, wie sagt man, die ihre Runden zu holen als CT. Oder wird die Singularity jetzt gleich noch den Ausgleich machen? Ja, das ist natürlich eine sehr entscheidende Frage. Die Runde ist jetzt natürlich wichtig. Dann geht man ins volle Loser-Bonus bei Norderwind. Muss wahrscheinlich nochmal eine kleine Force erstmal spielen. Und dann ist es vielleicht hier schon das 11-11. Also es kann jetzt ganz schnell gehen. Und Norderwind muss dann auch irgendwie den Fuß fassen, CT Runden zu holen. Das ist ganz wichtig, weil wir haben ja eben schon angedeutet, dieser Sieg, ja, eigentlich muss man dieses Spiel gewinnen, um überhaupt noch in die Playoffs kommen zu können, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Norderwind muss die Spiele gewinnen. Alle. Eigentlich alle. Und NATO mit dem First Frag. Oh, und Tetsuki und den nächsten hinterher. So mit einem 3 gegen 5 bitter hier für Team Singularity. Dass man jetzt gerade auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Man hatte einen in den Apartments. Dann einen in der Mitte, sogar zwei, glaube ich, in der Mitte, die beide gefallen sind. Instant. Kein Repeat gegen NATO da, sozusagen, dass man ihn rausnehmen konnte. Merz kann gerade mit der WP noch nicht so performen wie als CT. Da merkt man halt schon einen Unterschied mit dem Abzielen und mit dem sozusagen agieren halt, ne, dass man selber halt was machen kann. Und Tara, schöner Winkel. Denke ich, er wird Tobis jetzt gleich rausschießen. Den ersten hat er, kriegt er noch den zweiten. Ich weiß es nicht genau. Man braucht auf jeden Fall Support, da sieht er den Kopf. Heiß, gönnt sich. Somit haben wir nur noch den guten Celerate, aber die Bombe liegt halt in den Apartments. Ich denke, das wird die Runde für Norderwind. Vielleicht Flawless oder kann Celerate noch ein oder zwei mit rausnehmen. Ich bin gespannt. Und NATO war da, hat das Timing aber verpasst, hier Celerate zu finden. Jetzt hat er den Schuss gehört, jetzt weiß man, wo er ist. Damit ist die Position bekannt. Und da sollte eigentlich nichts mehr anbrennen. Selbst einen Kill. Da kommt eine Molle jetzt noch und die brennt nämlich an. Wirst du sehen, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, jetzt wirft er jetzt wirklich noch die Molle, weil Molle hatte nämlich jetzt noch. Hat der keine Molle? Ah, nee, es war Chroman. Der war zu weit weg. Ich dachte jetzt, er wird nichts mehr anbrennen. Okay. Ich dachte jetzt in selben Moment gleich noch eine Molle hingeworfen, so damit der rausgejagt wird da aus der Ecke und geholt. Aber war nicht so. Ja, man safe die eine AK, Force da drauf rein. Muss jetzt natürlich hier gucken, schnellstmöglich wieder eine Runde zu holen. Das tat natürlich jetzt auch Team Singularity weh, diese Runde. Oh, und das war vom Timing her aber haarscharf. Da hat man fast die Fußspitze gesehen. Und man kennt NATO Safix ja auch. Er ist auch ein guter Spieler. Der hätte das bestimmt eiskalt ausgenutzt. Hat da jetzt sogar einen Unhit durch die Wall gemacht. Und HS wieder eine aggressive Position auf Short. Wird zwar von Tobis gecheckt, die Position. Oder gedeckt, aber keine Chance. Der geht raus und dann geht's jetzt hier aber auch schnell auf den A-Spot. NATO mit dem ersten, NATO mit dem zweiten, NATO in die nächste Position. Kann den dritten aber nicht mehr machen, da ist Celerate da. Dann kommt auch Tetsuki zur Stelle. Kann aber auch gegen Celerate das Duell nicht gewinnen. Und somit ist es ein 3 gegen 1. Jetzt allerdings mit schon gut Schaden gegen Celerate. Und HS ist zur Stelle, holt die Runde für Norderwind. Das ist die 13. mittlerweile. Singularity muss die Full Eco spielen diese Runde. Und somit Norderwind hier ganz knapp davor, in die Overtime schon mal sicher zu kommen. Ja, jetzt haben sie halt genau diese Schlüsselrunde geschafft zu holen, die ich vorher meinte, um sich hier wirklich in eine gute Position zu spielen, weil Singularity hat gerade geschafft, so ein bisschen ihr Momentum aufzubauen und hier Norderwind zu brechen. Ich habe echt, das hat sich so angefühlt, wenn Singularity jetzt noch dann wirklich zurückkommt, komplett zum Ausgleich, zum 11 zu 11 und dann noch weiter, ja, immer weiter. Und jetzt die Full Echo, Tensky und der Mate, die können beides abfahren in der Mitte, man will die schnell einfach durchbringen. Das war's dann. 14 zu 9, jetzt hat man wieder Geld für 5 AKs. Ich denke, es wird keine AWP geben. Und da muss man jetzt mitbangen. Jetzt, wer für Team Singularity ist, die müssen natürlich jetzt hoffen, dass man jetzt hier diese Runde holen kann. Ansonsten sollte es gewesen sein. Singularity muss die Runde holen. Jetzt ist es jetzt ihre aller Schlüssel zur Runde, die es so gibt. Man hatte da vorher noch ein paar. Das sah nicht so gut aus. Singularity für die Runde. Oder, ich glaube, Loose. Auto-Loose. Genau, wie auch immer. Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Oh, HS fängt wieder an, aggressiv zu gehen. Ein bisschen zu late, die Granate. Da waren schon zwei Spieler durch. Schade für ihn, beziehungsweise für Norderwind. Da ist kein Damage durch die Granate entstanden. Aber trotzdem ist man schon wieder gut aufgestellt. Man steht zu dritt auf dem A-Spot, zu zweit auf dem B. Und so wie die Minimap im Moment, oder wie es auf der Minimap im Moment aussieht, soll es wohl hier Richtung A-Spot gehen. Man umzingelt ihn schon quasi. Hat sogar schon einen Spieler im Jungle drin.
Und das sieht na gar nicht so schlecht aus eigentlich für Singularity. Man kann jetzt hier sogar nochmal außen rum gehen. Aber Tensky steht im Sandwich, kann sich den ersten holen. Jabby aber mit dem Reflex. Oh. Tensky mit 3. Und oh, das ist natürlich so bitter. Wenn du dann eine Person hast, jetzt mit 4K, dann ist es Tobis. Und am Ende ist es halt wieder ein One-on-One. Und es kommt jetzt wieder auf die Einzelleistung hier eigentlich von Tobis an, ob man noch eine Chance hat oder nicht. Ja, deswegen bleiben wir auch bei Tobis. Der muss das nicht machen. Er rettet sich schon wieder schnell in den Palace rein. Ja, und zieht nach hinten ab. Wie bitte auf jeden Fall hier für Team Singularity. Da kam ein Tensky und ist mal komplett eskaliert. Macht wie vorhin ein Fiku. Jetzt sind natürlich viele Steps von Harre da. Der muss alles checken. Man weiß halt nicht, was da abgeht. Man guckt mal, wo der Step ist. Tobis weiß halt nicht, wo der CT ist. Der kann sich fast vorstellen, das muss Ninja sein. Wenn da keiner kommt, muss er oben stehen. Genau, und das hat Harre auf dem Schirm. Und Harre macht nicht die Frag. Gut für Tobis. Gut für das Team Singularity. Somit bleibt man im Game. Man saved auch schnell die AWP sogar für März. Trotzdem, geldtechnisch, oh mein Gott, sieht es nicht gut aus. Zum Glück. Aber wollte ich gerade sagen, bei Nullevent auch nicht. Aber da habe ich gerade den Spieler gesehen, der gerade reingekauft hat. Mit seinen 500 Dollar. Das heißt, man hat nochmal eine krasse Runde bei Nullevent. Mit allem, was das Herz begehrt. Utility. Es sieht nicht mal schlecht aus. Oh mein Gott, Team Singularity muss nochmal bangen. Es wird nochmal heikel. Nee, also es sieht ganz und gar nicht schlecht aus, was die Waffen angeht. Okay, es geht auch bei Singularity. Okay, man hat 2 Galils dabei, aber trotzdem, der Rest ist ganz okay. Man hat sogar noch gut Utility. Also es geht, aber dafür, dass man halt die Runde gewonnen hat. Sie war sehr teuer. Ja. Bitter, bitter. Und auf der anderen Seite halt 2 AUGs, eine AWP, 2 M4s. Man ist jetzt hier komplett auf Defense-Side aufgestellt. Man sieht es auch, Aufstellungs-Jungle, 2 CT hier auf dem A-Spot. Jetzt verschiebt natürlich der eine, nachdem Natus FX jetzt mit der AWP die einnimmt in CT. Auf der anderen Seite deckt man Apartments ziemlich stark ab. Zu zweit. Der eine sucht die Informationsjump, der zweite ist dann da, um eventuell rumzupieken. Aber es soll wohl Richtung A gehen. So sieht es zumindest aus. Man baut sich hier für einen A-Go auf. Und jetzt geht's dann auch drauf. Und da steht jetzt gleich erstmal Underwood, ein Crowman. Den muss man auf dem Schirm haben. Der hat einen auf dem Schirm. Der kann auch nur einen rausnehmen. Wird direkt gerefragt. Trotzdem, jetzt natürlich super wichtig hier. Cellrate mit 2. Jabby verbrennt durch Natus FX, der steht immer noch im CT und jetzt wird natürlich rotiert. Man ist schon wieder da, Natus FX fällt aber. Damit die Überzahl hier für Singularity. Cellrate mit dem dritten Frag diese Runde. Sieht richtig gut aus. Harre ist nämlich der letzte verbleibende Spieler. Der kann nochmal März rausnehmen und eine 2 gegen 1 Situation rausmachen. Cellrate und Remoy sind hier aufgestellt. Einer am Tetris, einer oben im Palace. Da kommt nochmal die Smoke. Keine Chance für Harre. Cellrate macht hier einen 4K diese Runde und sichert hier die nächste für sein Team. Ganz, ganz stark von Team Singularity. Ja, man ist so richtig clean auf den Spot gekommen. Underwood-Spieler, ich glaube, da war es Harre, ne? Der konnte nicht. Ne, Harre war am Ende. Ne, Chrome. Chroman, glaube ich, ja. Underwood. Tensky oder Chrome, genau. Konnte man nichts machen. Ein Frag nur ziehen. Die AWP war direkt raus, weil da lag eine gute Smoke. Richtig bitter, Norderwind jetzt erstmal in der Full Echo. Natürlich hat man sich jetzt rausgegampt mit viel Plus Money, deswegen kann man nächste Runde sofort kaufen. Tobis jetzt wollte ein bisschen faken mit seiner Flash da drüber, passiert aber nicht viel. Außer jetzt passiert nochmal was Krasses in der Mitte, ich weiß es halt auch nicht. Oh mein Gott, muss aufpassen, Chrome mit den Shots. Was muss denn wieder über kurz rum? LHS macht einen, macht 2, aber dann nichts mehr. Merz mit dem 3K. Und das ist 14:12. Plötzlich Team Singularity wieder da. Plötzlich ist diese Lücke ganz, ganz schnell geschrumpft worden. Oder verkürzt worden, besser gesagt. Ich ignore der Wind. Die haben jetzt noch eine Waffenrunde. Wenn man die verliert, steht es direkt 14:14, denke ich. Und dann wird es nochmal richtig eng für Norderwind, um überhaupt in die Overtime zu kommen. Das heißt, eigentlich muss Norderwind jetzt diese Runde holen. Dann kann Team Singularity 3 Runden holen am Stück, dass man hier in die sichere Overtime sich erstmal reinschießt für beide Teams. Es ist jetzt so eine Schlüsselrunde. Für beide, also Singularity zum 14:14. Norderwind jetzt den Sieg, die Runde zum Sieg. Ja, so würde ich sehen. Wenn Norderwind jetzt die Runde verliert, dann wird's wirklich ein richtiger Krampf. Ein Krimi. Ein richtiger Krimi. Was auch immer Pat meint. Ja, weiß ich nicht. Wer ist AFK? Nee, ich bin nicht AFK, ich hatte nur getrunken. Achso, also es wird halt doch langsam warm hier bei mir drin. Ja, das ist vernünftig. Also das heißt, ich muss mal eine Klimaanlage sponsern, oder was? Jojo, wissen wir Bescheid. Keller. Ab im Keller, ja, let's go. Aber Runde, Pause ist raus. Es geht weiter hier in Runde Nummer 27 zwischen Team Singularity und Norderwind in der MDR Season 12. Und Harre, und was für eine Dark-Doppeldeckung. Oh mein Gott, Team Singularity, wie bitter. Harre mit seinem Mate. Man nimmt sie komplett hops in solch einer Krisensituation.
Da packt Norderwind einfach mal die Eier aus Balls aus. Ist so. Ist so, Pat. Was war das denn für ein Move? Ja, super guter Move. So aggressiv noch nie gespielt in den letzten Runden von ihnen. Und da jetzt total auf den falschen Fuß erwischt. Man hat zwar sogar noch die Flash da reingeworfen. Man hat sogar erwartet, dass da vielleicht mal einer aggressiv kommt. Aber zwei. Aber Harre, ja, vor allem Harre stand vor der Flash. Das heißt, ja. Es wäre egal gewesen. Harre wäre noch nicht mal geflasht gewesen. Und dementsprechend holt er sich ja auch beide Frags. Ich weiß gar nicht, wie viel der zweite Spieler dazu beigetragen hat. Na klar, der lenkt natürlich ab, weil er auch alleine schon da steht. Harre mit dem dritten. Remoy fällt ihm auch noch zum Opfer. Und ja, der ist jetzt hier heiß. Der will jetzt hier auf jeden Fall das Spiel zu Ende bringen. Der will mehr. Der Harre, da sieht er auf jeden Fall die Seite. Merz macht nochmal einen Frag auf den B-Spot. Jetzt muss man sich wieder ein bisschen verschieben und verteilen. Und da rennt heiß vom A-Spot weg. So gut von Merz, dass er hier erstmal den Fokus auf sich ziehen kann. Damit kann die Bombe legen. Und das könnte für Team Secret Larry nochmal heißen. Rund oder nicht runter. Bei Merz ist da. Tensky hat es auf dem Schirm. Und dadurch, dass er auf kurz abgezielt hat, weiß man, der andere Spieler ist auf dem A-Spot. Voll der gute Read. Ja, aber Merz stand da auch in einer ganz komischen Position. Also, ich weiß nicht, man muss doch nach dem Frag erwarten, dass vielleicht sogar einer verschiebt. Beziehungsweise, es waren ja noch alle am Leben, der hat ja nur Chrome rausgenommen. Das heißt, Tensky war der letzte, ja noch sogar auf dem Spot die ganze Zeit. Der stand ja oben auf der Kiste. Ich glaube, er stand da ganz schön offen für B. Hat er echt erwartet, dass vier Leute auf dem A-Spot sind? Na, ich glaube, weißt du, was du dir so überlegen musst? Wenn du so, stell dir mal vor, du bist selber so in so einer Situation. Wir sehen es ja von der Perspektive, oh, so gut outplayed, ja? Aber dann denkst du dir so wahrscheinlich noch was ganz anderes in deinem Kopf, dass die gar nicht, noch gar nicht rotieren vielleicht, weißt du? Weil du denkst, ey, die haben doch, da ist doch mein Spieler, die werden bestimmt auch da sein, so, weißt du? Du machst dich selbst vielleicht klar, aber wenn du doch diesen Gedanken hast, dass die nicht rotieren, muss doch noch ein zweiter Spieler da sein auf dem B-Spot. Ja, in der normalen Runde spielt man doch nicht alleine auf dem B-Spot. Oh, bitter hier für Merz, dass das kein Hit war. Bei mir war Merz gar nicht drauf, irgendwie nur ich hab Natto, glaube ich, gesagt, das hatte und Celray doch mal in der vorletzten Runde, in der letzten Runde jetzt vielleicht mit erfolgreichem Frag Natto, aber jetzt hier close, macht den Double, Natto aus dem Connector, hat richtig Lust, Natto mit dem 3K, Natto mit dem 4K nicht, der verschießt, aber Chrome mit der WP macht es und es ist Tobis, der nichts mehr machen kann, das war's und man verliert schon wieder, 16-12, kann das sein? Ja, diesmal 16-12, eben 16-11, glaube ich, ging. Nee, auch 12, jetzt, auch, glaube ich. Auch 12 sogar. Ja, bitter. Bitter, bitter. Team Singularity hat es so gut noch gespielt. Aber Natto, der dann auch nochmal gezeigt hat, dass er mit der AWP das genauso kann wie Merz. Weil der, ich fand für mich, weil einfach auch so viele Szenen da waren, Merz beste Spieler auf dem Server. Ja, ich muss sagen, Tensky hat natürlich auch mit seinen, weiß ich nicht, 32 Frags oder so. Ja, okay, kann sein. Nicht unwesentlich zum Sieg beigetragen wahrscheinlich. Aber die AWP hat mir gefallen. Norderwind. Ja, das stimmt. Also gerade diese eine Szene, dieses 4K von ihm da auf dem A-Spot war schon gut. Das war schon. Da hat man sich schon bei hier ist ja Chris J gefühlt, ne? Ja? Hat man sich schon ein bisschen gefühlt. So schnell, bam, bam. Gibt es doch die eine Szene, war doch von ihm, oder? Ja, aber, wenn man dann überlegt, in was für einer Situation damals noch war, letztes Jahr, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Definitiv. Du kannst das war übrigens 16-11 gegen Sprout. Okay, ja, dude. Aber dann einen Punkt besser, aber trotzdem, für Norland ist es gut, damit hat man die Chance, sich immer noch erhalten, bleibt immer noch erhalten, je nachdem die anderen spielen, für die Playoffs. Für Singularity sollte es nicht mehr reichen, glaube ich, aber man hat den sicheren Klassenhalt, deswegen GG well played an beide Teams und auch GG an Singularity. Klassengeld ist da, wir sehen uns auf jeden Fall in der Season 13 wieder, ich hab Bock, ich bin gespannt, wo es für alle hingeht, denn ich denke, da wird noch eines gehen. Wir müssen auch darauf achten, wer so eventuell Changes gemacht hat im Lineup. Na? Ja, auf jeden Fall, da werden bestimmt einige nochmal kommen. Glaube ich schon. Ist ja leider immer so der Fall, ist jetzt bald Season Ende, dann mal schauen, ob sich irgendein Team nochmal verstärkt oder nicht, ob man zusammenbleibt. Das ist halt so eine große Frage, ja. Deswegen. Aber eigentlich muss man ja die Trainingsseason jetzt auch so nutzen, nicht abzusteigen, die Relegation durchzuhalten und dann zu performen. Ne? Aber das sind halt wirklich viele gute Advanced-Teams, die hochkommen. Boah, das ist brutal. Ich hoffe, man endet nochmal was, dass man sagt, okay, wir machen nochmal, wir stocken um 4 Teams auf in der Liga. 4 Teams auf. Dann ist halt von mir aus mehr Teams, dafür können aber auch mehr absteigen wie vorher, weißt du? Warum nicht? Ja, irgendwie sowas. Dass da eine höhere Fluktuation auch ist oder sowas. Natürlich ist das Problem natürlich für die Teams, die brauchen das natürlich auch als Stabilität, um nicht so rauszufliegen, weil dadurch kann man auch vielleicht bessere Sponsoren ranbekommen, mehr Gelder etc. pp. Es ist ja ein großes Business. Ja, also, in dem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns gleich wieder mit dem letzten Cast für den heutigen Abend. Sprout gegen XCOM AGO. Wer Bock hat, bleibt dran. Also somit, kurze Break, kurze Pause. Tschüss und ciao, euer Albi. Jo, und euer Pat. Bis gleich.